Punkt 1. Die geplanten Projektkosten lagen bei 350 Millionen Euro. Ein bisschen Reservebudget ist bei diesen Projektgrößen immer drinnen, keine Frage. Im Moment liegen wir bei knapp 900 Millionen Euro und wohlbemerkt, es handelt sich um Steuergelder. Aber das scheint hier niemanden zu interessieren. Man versucht, diese Dinge unter den Boden zu kehren. Faktum 2, die Projektbeginn war im Jahr 2001, 2002. Mittlerweile stehen wir am Ende des Jahres 2009. Es besteht hier eine Hülle ohne Innenausbau. Also ich frage mich, was hier schief gelaufen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ein schlichtes rot-schwarzes Millionengrab der Sonderklasse und das auf Kosten der Steuerzahler. Und das kann und darf nicht sein, sehr geehrte Damen und Herren. De facto wird der Flughafen Wien über Syndikatsverträge von der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich beherrscht. Und auch hier wissen wir zu Genüge, die Landesfürsten in Wien als auch in Niederösterreich spielen immer mit demselben Motto: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, ich will damit nichts zu tun haben. Und wenn wir uns auch den Vorstand einmal ins Gemüte ziehen, was ja alles an kompetenten Persönlichkeiten den Vorstand repräsentieren: Dr. Kaufmann, ehemaliger Nationalrat, seit einigen Jahren Vorstandsvorsitzender der Flughafen Wien AG, ist sogar mal ganz salopp von Wirtschaft, keine Ahnung. Ingenieur Schmidt, ehemaliger Büroleiter von Helmut Zilk in Wien, frage mich auch, was diesen Menschen befähigt, in einem Vorstand, in einem Wirtschaftsunternehmen tätig zu sein. Dann letztendlich die Günstlinge von Landeshauptmann Bröll, der unsägliche Magister Domani, der seit einem Jahr bei vollen Bezügen unter Dienstwagennutzung ein wunderbares Dasein fristet. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann sich doch bitte, das können sich doch die Menschen auf der Straße nicht mehr erklären. Unfähigkeit, keine Wirtschaftskompetenz und dann ein Jahr lang, ich sage einmal ganz salopp, mit einer saftigen Gage herumzulaufen, bei so viel Kompetenz, die er bewiesen hat bei diesem Projekt, das ist ja eigentlich unglaublich. Na, das können Sie doch nicht von der Hand weisen. War dieser Mann kompetent? Nein, das müssen Sie besser recherchieren. Ja. Nächste Person aus dem Umfeld von Landeshauptmann Bröll, ja, Ernest Gabmann, Landeshauptmann Stellvertreter, langjähriger Politiker, wow, super, befähigt ihn natürlich sofort in den Vorstand eines Unternehmens, eigene Unternehmen, Sie wissen aber schon, wie erfolgreich diese eigenen Unternehmen waren vom Herrn Gabmann. Ja. Ja, also der Aufsichtsrat des Flughafens Wien, ja, das ist ja auch so ein Sammelbecken an abgehalfterten Politikern. Sie wissen aber schon natürlich in diesem Hohen Haus, dass der Aufsichtsrat Kontrollaufgaben wahrzunehmen hat. Der Aufsichtsrat muss den Vorstand kontrollieren und natürlich auch solche Projekte, die mit tatsächlichen Risiken behaftet sind, wie Skylink, entsprechend zu prüfen. Was hat denn dieser Aufsichtsrat getan in diesem Zusammenhang? Und ich sage es ganz eindeutig, er hat nichts getan und hat eben diesen unfähigen Vorstand schalten und walten gelassen, wie er nur wollte. Ja. Gut, kann man ja einiges lernen davon. Ja. Wie auch schon unser Bundesparteiobmann heute gesagt hat, wir werden diesen Sumpf trockenlegen, da können Sie sicher gehen. Wir haben im Wiener Landtag bereits eine Untersuchungskommission eingerichtet und mit Sicherheit wird die FPÖ diesen Sumpf trockenlegen, da können Sie sicher sein. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Abänderungs- und Zusatzantrag einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, Punkt 1, Artikel 126b Absatz 2 Bundesverfassungsgesetz lautet, darf ich bitte aussprechen, der Rechnungshof überprüft weiter die Gebarung von Unternehmungen, an denen der Bund allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern mit mindestens 25% des Grundkapitals, Stammkapitals oder an dem die Gesellschaft kontrollierenden Kapitals beteiligt ist oder die der Bund allein oder gemeinsam mit anderen solchen Rechtsträgern betreibt. Einer solchen finanziellen Beteiligung ist die Beherrschung von Unternehmungen durch andere finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen gleichzuhalten. Die Zuständigkeit des Rechnungshofes erstreckt sich auch auf Unternehmungen jeder weiteren Stufe, bei denen die Voraussetzungen gemäß diesem Absatz vorliegen. Punkt 2. In Artikel 127 Absatz 3 und Artikel 127a Absatz 3 wird die Zahl 50 durch die Zahl 25 ersetzt. Punkt 3, in Artikel 127 Absatz 3 und Artikel 127a Absatz 3 wird die Wortfolge Stamm, Grund und Eigenkapitals durch die Wortfolge Grundkapitals, Stammkapitals oder an dem die Gesellschaft kontrollierenden Kapitals ersetzt.
bringe noch einen weiteren Abänderungsantrag ein, des Abgeordneten Ingenieur Höber. Der Nationalrat wolle beschließen, Punkt 1, Paragraph 12 Absatz 1 lautet, Paragraph 12 Absatz 1, dem Rechnungshof obliegt die Überprüfung der Gebarung sonstiger Unternehmungen, an denen der Bund allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern mit mindestens 25% des Grundkapitals, Stammkapitals oder dem die Gesellschaft kontrollierenden Kapitals beteiligt ist oder die der Bund allein oder gemeinsam mit anderen solchen Rechtsträgern betreibt. Einer solchen finanziellen Beteiligung ist die Beherrschung von Unternehmungen durch andere finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen gleichzuhalten. Die Zuständigkeit des Rechnungshofes erstreckt sich auch auf Unternehmungen von jeder weiteren Stufe, bei denen die Voraussetzungen gemäß diesem Absatz vorliegen. Die Überprüfung des Rechnungshofes hat sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung dieser Unternehmungen zu erstrecken. Punkt 2. In den Paragraphen 15 Absatz 1 und 18 Absatz 1 wird die Zahl 50 durch die Zahl 25 ersetzt. Zu guter Letzt Punkt 3. In den Paragraphen 15 Absatz 1 und 18 Absatz 1 wird die Wortfolge Stamm-, Grund- und Eigenkapitals durch die Wortfolge Grundkapitals, Stammkapitals oder an dem die Gesellschaft kontrollierenden Kapitals ersetzt.